Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute mal wieder ein so sehr witziges Team. Was steht hier Doppelnormal? Und mein Safe-Wechsel ist halt Staraffel, damit kann man eigentlich auch gut Schilde ziehen, sogar gegen Kampf-Pokémon. Ja, und Frostetje ist halt gegen die ganzen fliegenden Viecher, die rumnerven. Mal gucken, wie das so hier alles funktioniert. Grabbit hebe ich mir bis zum Schluss auf. Okay, der erste Kampf scheint schon gar nicht zustande zu kommen. Das liebe ich ja immer. Vielleicht kommt Fehler bei der Spielersuche. Ja, könnte aber mal schneller kommen. Ja, danke. So. Weiter geht's. So, Kampf beginnt und beginnt auch, ja, gegen Javen 15. Apokalyp ist eigentlich erstmal in Ordnung. Okay, du hast Börde. Hol ich noch einmal aus, ja, ne? Schade. Ja, du kannst ja gerne einsetzen. Hier werde ich nichts schilden. Geh am besten auf Spuckball, schade. Und ein Iokex, okay. Ein Iokex ist schon ein kleines Problem hier für das Team. Muss ich sagen, leider wie es ist. Ich hoffe, du hast nicht noch ein Kampf-Pokémon hinten. Das wäre echt nervig. So. Bin leider schon im Roten. Hier geht aber noch ein Body Slam hin. Schade eigentlich. Okay, also er hat nicht ausgeholt, aber mein Vieh ist tot. Ja, hier muss ich natürlich schilden. Ist ja Chlor. Dann dürfte ich jetzt runterfahren können, ne? Ich habe gewechselt. Ich habe doch gewechselt. So. Und Spuckball abfangen wäre echt schön. Ja, war klar. Schade, nicht abgefangen, aber ich habe ein bisschen Energie drauf. Ja, jetzt kommen wieder Blubstrahl, Blubstrahl, Blubstrahl. Okay, du machst trotzdem Spuckball drauf. Okay, das ist gut. Weil Spuckball macht hier echt nichts. Dann kann ich ein bisschen overfarmen. Jetzt muss ich aber einsetzen, damit ich wenigstens ein bisschen Schaden mache. Panzer-Iron, ja, das ist in Ordnung. Weil mit Gravit habe ich auch Feuerschläge, die ich verteilen kann. Leider bin ich abgesenkt, ne? Ja, das merkt man schon. Genau, danke, dass du einsetzt. Dann gehe ich jetzt hier rüber. Gehe jetzt definitiv auf Spukball. Ah, der reicht bestimmt nicht, ne? Reicht der? Nee, ne? Nein. Oh, du setzt ein. Perfekt. Wenn du eintest, das ist perfekt.
Ja, jetzt muss ich hier einsetzen. Ja, ich glaube nicht, dass ich das noch jetzt hier gewinne. Och, du hast schon den Blubstrahl. Oh, ich hasse Apokalypse mit Blubstrahl. Schade. Okay, Disrespekt auf Spukball natürlich. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Ja, aber es war noch recht eng. Ich hätte aber auf Feuerschlag gehen sollen. Hätte ich aber gewinnen können auch den Kampf. Wenn die Abschwächung gegen mein Grabbit nicht gewesen. Okay, das ist eine gute Führung. Für mich. Die ist definitiv gut. Toxic Quark kann ich aber auch drin bleiben. Okay, du schießt. Einmal werde ich aufschilden. Ja, Schlammbombe kommt. Und jetzt gehe ich in mein Dings. Genau. Spar mir den Schild. Du kannst ruhig einsetzen. Hier werde ich nichts schilden. Okay, du gehst zum Glück nur auf Schlammbombe. Und das sollte ein totes Toxic-Quack sein. Hoffe ich doch. Ja. Also, das erste Kampf-Pokémon ist schon mal weg. Ja, ist halt schwierig, ne? Dass du halt runterfahren kannst wahrscheinlich. So. Nächster. Und noch ein. Und jetzt gehe ich rüber. Ich werde definitiv schilden müssen. Mal gucken, was jetzt reinkommt. Oh, du kriegst tatsächlich noch einen rein. Und das hasse ich immer. Dass das genau passt. Aber ich überlebe das noch. Okay, egal was kommt, Lawine kommt. Okay, das ist gar nicht so schlecht. So, wir lassen die Wechseluhr runterticken. Ich hoffe, du hast kein Steigungssieb. Wobei, wäre mir wahrscheinlich lieber als Eissieb. Schwierig. Aber Erdbeben sollte eigentlich klar gehen. Erdbeben sollte eigentlich klar gehen, ne? Okay, du hast Eissieb leider. Aber das Erdbeben sollte dich doch jetzt rausnehmen, hoffentlich. Ja, sehr schön. Ja, da habe ich leider die Attacke, den Himmelsfeger leider noch mit Frostedje gekriegt. Denn so hätte ich es mit Frostedje noch gewonnen. Da hätte ich einfach nur den Spukball landen müssen und Schiss Militaris, also so gut wie Schiss. Spukball hätte Militaris, glaube ich, noch überlebt, wenn es ein XL ist. Ja. Aber hat ja alles geklappt. So, Frostedje gegen Grabbit. Das ist semi-gut. Aber schön, dass du Grabbit spielst. Ja, den ersten Feuerschlag lasse ich sogar durch.
Ja, tut weh. Dann kann ich jetzt hier auf Spuckball gehen. Genau. Und gehe hier rein. Ja, ist nur eine Meteorologe, werde ich nicht schilden. Oder hätte ich schilden sollen? Mal gucken. Ja, ich hätte vielleicht schilden sollen. Ja, weil du auch noch einen durchkriegst, leider. Oh, das hasse ich bei Scham immer. Die kriegen immer einen durch. Und noch einen. Ah, aber so soll es auch sein, ne? Da habe ich blöd getimed. Ja. Ja, ich habe das doof getimed. Dann gehe ich in mein Gravit. Werde jetzt einmal schilden müssen. Kann aber dafür runterfahren. Ja, Farm Down ist gut. So, hier setzen wir jetzt Erdbeben erstmal ein. Und ich werde jetzt schnell wechseln. Sehr schön. Das ist sogar gut. Ich brauche extra Energie. Ja, ich schütte lieber hier. Okay, ich dachte, er macht ein Erdbeben. Aber okay. Ist in Ordnung. Ich sollte jetzt auf jeden Fall zu Erdbeben kommen. Ach stimmt, du hast das Erdbeben geschildert, ne? Ah, dann hätte ich eben nicht schilden sollen. Stimmt, du hast das Erdbeben geschildert. Ja, okay, das war eine Doofheit gerade. Das habe ich gerade selber vergeigt. Ich dachte, Meditalis hätte weniger. Ah, das war im letzten Kampf. Ah. Ja, das habe ich selber vergeigt. Ah, das hätte besser laufen können und müssen. Ja, habe ich selber vergeigt. Und ich hätte das wohl Nona wahrscheinlich schilden sollen. Dann hätte ich mir selber aussuchen können, gegen wen ich kämpfe. Also merken, gegen wohl Nona doch lieber schilden. Okay, ja, das Erdbeben von Gravit von geschildert. Ich habe darauf ehrlich gesagt auch nicht geachtet. So, Flunschlick. Flunschlicke. Ich werde mir Energie holen. Und ja. Das war eigentlich doof von mir. Eigentlich wollte ich abfangen. Ich wollte halt gut Energie auf Frostetia haben. Okay. Schade. Deoxys ist aber gut. Deoxys ist sogar sehr gut. Sogar ein Shiny Deoxys, sehr schön. Knirscher sitzt. Wie gesagt, bei Schlaraffe schäle ich nichts. Du gehst auf Donnerblitz wenigstens, ja. Boah, das war gerade ein halbes Maschinengewehr. Irgendwie kamen jetzt so viele auf einmal. Und vielleicht schälst du ja jetzt. Maybe? Nein?
Ja, mach. Mach deinen Psi-Schub. Ich hoffe, ich kann mit Frostedge runterfahren. Geht sich aus, perfekt. So. Ja, ich hoffe, es ist nur ein Steinhagel, den ich abfange. Ja, perfekt. Das macht dem Gravit nichts. Okay, du bleibst drin. Ja, ich lasse das so. Hier mein Schritt auf. Für Frost steht hier. Ah, das ist sehr gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Na, ich lass durch. Ich lass hier durch. Genau, weil ich hier dann runterfahren kann. Hab zwei Lawinen ready. Ja, Frostet hier macht schon Bock. Ja, dann kann ich jetzt farmen. Hoffentlich. Oh, hoffentlich kommt sie nicht noch zu einer. Oh, hoffentlich habe ich das jetzt nicht verspielt, ne? Nein. Sehr schön. Verstehe ich nicht, warum er das nicht geschüttet hat. Aber vielleicht hätte ich auch auf Spukball einfach gehen sollen. Ich weiß gar nicht, macht Lawine mehr als Spukball oder ist das umgekehrt? Ich finde, Lawine ist immer so ein Move, der richtig viel drückt. Und da ja Frostet hier halt Geist und Eis ist. Altaria, okay, ich darf es jetzt nicht vergeigen. Und ich hab's halb vergeigt. Ich hab's leider halb vergeigt. Boah, drückt das. So. Nützt nichts, Grabbit zu schilden. Ah, ich hätte lieber Frostetti schilden sollen. So, jetzt einsetzen das Erdbeben. Aber ich habe immerhin zwei Lawinen ready und kann vielleicht zwei Schilde ziehen. Ladeattacken, Gleichstand gewinne ich auf jeden Fall gegen Altaria. Was Schönes. Ja, ein Erdbeben müsste ich eigentlich noch schaffen. Hierfür wäre sogar Hyperstrahl nicht schlecht. Aber habe ich nicht auf Gravit drauf. Hallo? Ja, ich darf nicht rüber wechseln. Kurz Wechseluhr runterticken lassen und. Oh, ich habe gar nicht die zweite Attacke, sehe ich gerade. Ich habe gar nicht die zweite Attacke, ne? Och, das war jetzt sau doof. Das war gerade richtig sau doof. So.
Wie mache ich das? Ja, Eisstrahl tut nicht sonderlich weh. Ich glaube, das habe ich nämlich schon verloren. Wenn ich mich jetzt nicht völlig verschätze. Gut, dass du immer auf Eisstrahl gehst. Ja, dass du die Lawine abgefangen hast. Ah. War sau doof von mir. Okay, du schützt hier. Das kann dich das noch alles kosten, ne? Wie viel macht dir ein Bodyslam? Ja, Altaria ist weg. Ich gehe schnell hier rüber. Und Spukball kriege ich noch raus. Ich glaube, du hast das gerade geworfen. Wenn Spukball ausreicht, ja. Du hast es geworfen. Okay, sehr schön. Das war noch ein günstiger Sieg für mich, sage ich mal. Ah, das Team hier ist einfach ziemlich solide, würde ich sagen. Oh, ein Rubball. Hoffentlich ein 100er. Bei Prima Arena kann man gut für die Meisterliga Classic gebrauchen. Oder auch für die offene Hyperliga, wie auch immer. Kann man auf jeden Fall gut verwenden. Und? Na, weit weg vom 100er. Weit weg. Ja, wir gehen auf Rang 9 zu. Also morgen schaffen wir auf jeden Fall Rang 20. Aber wir haben ja noch ein Set. Und ich finde, das Team hier macht echt Spaß, weil, ja, hier, Schlaraffel ist halt schön spammy, kann man auch gut mit Schilde mitziehen. Hat man ja auch eben bei Azumarill gesehen. Capoeira, du hast Nahkampf und Steinkante. Deswegen werde ich hier auch auf jeden Fall schilden. Aber ich sollte dich auf jeden Fall outspeeden. Ja, du schildest, das ist gut. Ah, du machst schon mit Konterfischer, ne? Aber ich muss dich wegbekommen, das ist das Problem. So. Du gehst auf Nahkampf, okay. Interessante Spielweise. Ja, ich weiß, Nahkampf hat resistiert, aber seht euch an, wie viel die Konter schon gemacht haben. Ich hoffe, ich kann jetzt runterfahren. Ja, perfekt. Hab ultra viel Energie auf Frostet hier. Gehe hier auf den Spukball und dann gehe ich einfach auf Schlaraffel, würde ich sagen. Ja. Oh, du hast nicht mal was rausgekriegt. Spitzenmäßig. Nidoqueen. Oh, okay, das sollte ich gewonnen haben. Weil ich habe ja noch hinten Grabbit. Rabbit. Grabbit. Ja, Rabbit kann man auch sagen. Das sollte ich eigentlich nicht mehr vergeigen können. Weil Rest Frostet hier habe ich auch noch. Genau genommen hätte ich das wahrscheinlich mit Frostet hier auch hier noch gewinnen können. Ah, die anderen Pokémon sollen ja auch kommen. Oh, der dicke kleine. Okay, Gravit kommt gar nicht zum Zug. Das dicke kleine Eichhörnchen. Macht schon alles fertig. Sehr schön. Und alle drei Pokémon leben sogar noch. Das ist doch herrlich. So, nächster Kampf. Aber ich finde es schön,
Das Schöne ist, bis Rang 20 findet man immer schnell Kämpfe und diese Season gibt es ja nur bis Rang 20. Das heißt immer schnelle, flotte Kämpfe. Okay, hier mache ich es diesmal schlauer mit Abfangen. Ich verspreche es, ich versuch's. Okay, du gehst gleich schon raus. Bitte nicht die Hydro-Puppe, bitte Donnerblitz. Ich wollte eigentlich in Schlaraffe gehen. Okay, Donnerblitz, sehr schön. So, Erdbeben. Das Gute ist, ich habe ein bisschen. Okay. Sehr schön. Okay, zwei Pokémon, die bisher gegen Boden schwach sind. Und du kommst mit einem Pokémon rein, was auch schwach gegen Boden ist. Gut, dann mal hier jetzt Feuerschlag. Was hast du da noch hinten? Und du schädelst noch nicht mal. Ja, ich kann das sogar durchlassen. Bei Erdbeben halte ich noch gut stand. Steinhagel wird nichts machen. Okay. Ja, Bisaflor ist jetzt auch nicht so toll, ne? Okay, und du schildest hier. Du weißt, dass Eis sehr effektiv ist gegen Bisaflor? Und jetzt dürfte Bisaflor eigentlich weg sein, ne? Okay, da gibt er auf. Ja, okay, ich habe zwei Schilde, drei Pokémon noch. Mit Grabbits wäre ich noch wahrscheinlich locker zum Erdbeben gekommen. Weil Steinhagel macht ja nichts. Erdbeben hätte ich schilden können. Ich hätte auch die beiden Steinhagel schilden können. Wäre ich trotzdem zum Erdbeben locker gekommen. Ja, und ich hätte auch Frostetie schilden können. Zweimal. Weil Lawine drückt auch gegen einen Flunschlick ziemlich gut. So gegen Trigger Tree 37. Okay, Apokolyp. Ah, mit Blubber wär's mir wirklich am liebsten. Nein, natürlich Bürde. Mein Hund macht wieder Krach, weil er sich schüttelt. Und ich wette, ich schilde wieder den Blubstrahl. Ja, natürlich. Ist mir egal, kannst du hier auch Blubstrahl machen? Nein? Oh, Apokalyp-Erokex, das kennen wir doch irgendwo her. Ah, ich habe overfarmt. Ah, dadurch, dass ich diesmal nicht abgesenkt bin. Okay, du schüttest eh. Ich meine, das müsste ich gerade so noch überleben, oder? Bitte enttäusch mich nicht. Oh ja. Ja, das überlebe ich natürlich nicht. Ich überlege gerade. Ja, ich setze jetzt hier Lawine ein. Ich glaube, ich mache ein, zwei Pulverschnee noch. Okay, du setzt sofort ein. Schade. Dann muss ich jetzt schon schilden. Jetzt habe ich wenigstens noch Spukball, das ist schon mal gut.
Ja, hier will ich die Lawine drücken. Ja, das Problem ist, mit Frosch State hier mache ich nicht mehr viel. Ah, hier muss ich overfahren. Ah, das reicht doch bestimmt nicht aus, oder? Ah, vielleicht hätte ich doch ein bisschen Schaden mit Frostetti noch machen sollen. Oh, bitte nimm mich nicht raus, Eisstrahl. Du bist tanky. Du bist tanky, Grabbit. Wo hältst was aus? Och, nö. Ja. Ja. Überlebt er leider. Und ich komme bestimmt nicht nochmal zur Lawine, ne? Ach so, das. Ja, das ist der Blubstrahl. Ich hasse Apokalypse, Leute. Ich hasse es. Es kommen auch immer gleich. Warte mal, erstmal. Irokex. Ich vergesse immer das dritte Pokémon. Also, es war Apokalypse. Irokex. Und was war das dritte? Ich komme nicht auf das dritte Pokémon. Ach doch, Knuddeluff, ja. Das war ausnahmsweise mal ein anderes Team. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, er setzt nicht gleich ein, schade. Ja, du solltest aber mein Eichhörnchen nicht unterschätzen. Und ich bin gut froh, dass du mit Altaria reinkommst. Wäre schön, wenn eine Verteidigungssenkung kommen würde. Wenn nicht, gehe ich jetzt ab sofort auf Body Slam. Ja. Kann ich durchlassen. Ich heb lieber mein Schild auf. Ja, Himmelsfeger drückt jetzt auch nicht so. So, Body Slam 1. Body Slam 2. Ja, ich hätte hier in dem Fall immer nur auf Body Slam gehen sollen. An Shit dürfte ich jetzt trotzdem kriegen, oder? Ja. Schade. So, einmal werde ich schilden. Und hoffe, dass ich runterfahren kann. Ja. Geh jetzt auf die Lawine nur. Okay. Dann schiebe ich jetzt auch. Machen nur ein Dings. Schade. Ah, du bleibst drin. Ah, Zumeril ist nervig. Ah, du hast mich zum Energie kommen lassen. Das ist gut. Und dass ich aushole, ist auch gut, aber wird schwierig, das zu gewinnen. Ah, schade. Ah, du setzt ein, das ist schon mal gut. Ja, Azumarill wird nervig.
Steinhagel überlebe ich. Eins zumindest. Autsch. Das verstehe ich nicht. Frostet hier müsste den Ladeattackenleistand gewinnen. Ich habe drauf gedrückt. Manchmal verstehe ich das Spiel hier nicht. Ja, aber hätte wahrscheinlich nicht gereicht, die Lawine. Hätte wahrscheinlich knapp eh nicht gereicht. Aber es geht halt ums Prinzip. Frostetia hat eindeutig einen höheren Angriff als Galaflunschlick. Das weiß jeder. Dass Frostetia einen sehr hohen Angriff hat. Okay, jetzt konzentrieren. Irgendwie verliere ich immer, wenn Altaria mit drin ist. Ich weiß gar nicht warum. Fiaro. Hm? Eins, zwei. Über da. Du kannst auch von mir aus Sturzflug machen. Hoffentlich hat er das eingeloggt. Ja, ich wusste, dass du Sturzflug machst. Natürlich. Aber ja, bei Welser ist das auch in Ordnung. Bei Welser nehme ich das auch gerne. Bitte Ladeattacken leisten, das wäre super. Ja, Fiaro ist nervig. Okay, lässt du deinen Welser jetzt draufgehen? Nein, lässt du nicht. Perfekt. Ich überlege gerade, wo ich reingehe. Ich gehe hier rein. Ich denke, werde einmal schön. Ja, einen lasse ich jetzt durch. Eine Schlammbombe. Okay, Aquelle. Okay. Ah, jetzt muss ich runterfahren können, ne? Perfekt. Komm mit Fiaro rein. So, jetzt setze ich ein und gehe jetzt rüber in Grabbit. Weil das sollte jetzt schon drücken. Mhm. Diesmal schädige ich dein Brave Bird oder was auch immer. Ja. Ja, das war auch gut so. Weil zwei davon tanke ich auf jeden Fall. Okay, du machst irgendwie diesmal mehr Schaden als das letzte. Ah, das ist jetzt doof. Ah, mein Grabbit bräuchte ich eigentlich noch. Ah, es lebt noch. Ah. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Geil, ich gewinne eher gegen Fiaro als gegen Altaria. Das ist auch geil. Aber okay, passiert. So, immerhin nochmal ein 3 zu 2. Das reicht mir auch. Bin ich zufrieden mit. Ein Quabble. Ups. Ja, ich hasse es, wenn die immer nach links oder rechts fliegen, weil... Treffe ich irgendwie nie. Also nie einfach fabelhaft. Ich treffe am besten, wenn das Pokémon wirklich in der Mitte ist. Wie ist es bei euch? Wie trefft ihr am besten das Pokémon? Ja, morgen Rang 19 auf jeden Fall und Rang 20 auch.
Genau. Ich fange jetzt die beiden Starter-Pokémon hier drüben. Aber für die Folge soll es das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.